Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Auswandern Ungarn Video. Es ist soweit, nach ungefähr 6 Monaten sind wir endlich wieder in Ungarn. Im Hintergrund seht ihr die Pension, wo wir zurzeit übernachten. Hör doch mal auf. Weil unser Haushalt noch nicht fertig ist. Viele von euch haben das ja mitbekommen, wie wir letztes Jahr, also 2018, das Haus uns angeguckt haben, besichtigt haben und dann auch beim Anwalt, wie wir das gekauft haben, wie das alles war. Ich werde euch hier oben die Playlist nochmal verlinken für die, die das noch nicht gesehen haben. Ja, jetzt ist das Haus halt gekauft. Es ist unseres hier in Ungarn. Aber ja, es ist halt sehr sanierungsbedürftig. Es ist noch nicht fertig, aber es hat sich einiges getan. Und in den kommenden Videos werde ich euch natürlich auch ein Update zeigen, wie weit es vorangegangen ist, was los ist, was wir alles an dem Haus machen werden. Also wenn ihr nichts verpassen möchtet, könnt ihr gerne unseren Kanal abonnieren. Ja, in dieser Pension haben wir schon mal geschlafen. Hier ist es wunderschön. Es ist ein ganz ruhiges Dörfchen hier und hier fahren kaum Autos und hier fühlen wir uns sehr wohl. Und in den alten Videos der Playlist, die ich euch verlinkt habe, da ja, seht ihr auch die Räume von innen. Ich will es jetzt nicht nochmal filmen, weil ja, habe ich ja alles schon mal gezeigt. Heute an unserem ersten Urlaubstag hier in Ungarn haben wir eigentlich, ja, hauptsächlich damit verbracht, einkaufen zu gehen. Also wir waren überall. Ich habe das auch alles gefilmt und nach werde ich auch die Supermärkte hier in Videos zusammenschneiden, euch zeigen. Und den Tag allgemein habe ich hier auch gevloggt. Das kommt jetzt als nächstes Video. Ja, wir erhalten immer wieder Nachrichten per E-Mail oder Facebook oder Briefe, ob wir Ideen haben, ja, welches Haus man kaufen könnte oder so. Also dass halt Leute hier in Ungarn sind von euch, also Zuschauer sind in Ungarn und suchen auch Häuser, die sie kaufen können, hier in Ungarn, um auszuwandern und wurden dann nicht fündig und dann werden wir gefragt, ob wir da helfen können, aber leider, also wir kennen uns auch nicht aus, wir haben hier keine besondere Connection, dass die Leute uns sagen, ne, das, also wir vermitteln halt keine Häuser, wir sind keine Makler und wir wissen ja auch nicht, was ihr für Vorstellungen habt. Also ich kann euch nur sagen, wo wir gesucht haben. Wir haben aus Deutschland schon von eBay Kleinanzeigen uns Kontakte rausgesucht und da ja, Treffen vereinbart, dass wir uns die Häuser anschauen können. Dann haben wir in Facebook, in den Gruppen, da gibt es halt auch Ungarn Immobilien von privat zu verkaufen. Da gibt es so Facebook-Gruppen halt. Da haben wir uns umgeschaut. Und wir hatten es auch mal versucht, hier in Ungarn rumzufahren und einfach, wo Elado-Schilder dran sind, also zu verkaufen. Aber da ist dann das Schwierige, man sieht ja nur, dass das Haus zu verkaufen ist, aber man weiß nicht, wie groß ist das Haus, wie groß ist das Grundstück, sind da Schulden auf dem Grundstück oder auf dem Haus oder ja, so. Was es kostet überhaupt, da müsste man halt anrufen. Wir können halt jetzt kein Ungarisch so gut, dass wir da anrufen können und das alles erfragen können. Und deswegen haben wir es bevorzugt halt über eBay Kleinanzeigen und über die Facebook-Gruppen. Und unser Haus haben wir ja auch über Facebook dann gefunden, besichtigt und dann direkt ja, drin verliebt und das gekauft. Wir sind jetzt zum ersten Mal im Frühling hier in Ungarn und es ist wunderschön. Überall blühen die Bäume, weiße Blüten. Also es ist wirklich fantastisch, wie die Natur jetzt so hervorkommt. Es ist richtig toll. Wir waren auch heute schon kurz am Haus. Das werdet ihr auch im nächsten Video sehen. Da wurden halt auch Gartenarbeiten gemacht, also Bäume beschnitten, der Wein beschnitten und sowas alles. Das ja, kommt alles in den kommenden Videos. Wir haben so lange darauf gewartet und viele von euch ja auch. Ihr habt immer wieder gefragt, wann fahrt ihr nach Ungarn? Wann kommt die nächste Staffel Auswandern Ungarn? Und jetzt endlich ist es soweit. Ja, wir haben auch Glück mit dem Wetter zurzeit hier. Also es ist strahlender Sonnenschein. Jetzt ist es schon Abend, also die Sonne geht gleich unter und wir gehen gleich duschen und ins Bett. Ja, wenn ihr Interesse habt, auch andere Deutschsprachige in Ungarn kennenzulernen, weil wir bekommen sehr viele E-Mails und Briefe und Nachrichtenanfragen über Facebook, dass ihr euch treffen möchtet. Wir schaffen es aber nicht, uns mit allen von euch zu treffen. Das tut mir leid. Aber wir haben eine Facebook-Gruppe gegründet für Deutschsprachige in Ungarn. Freunde finden und der Link ist unten in der Infobox. Wenn ihr möchtet, dann schaut da gerne rein. Dort sind schon, ich glaube, zurzeit so 65 Mitglieder oder so. Also nicht so viel, aber eine kleine beschauliche Gruppe. Gut, jetzt habe ich genug geredet. Ich freue mich, euch in den nächsten Tagen und Wochen alles zeigen zu dürfen, was wir hier so erleben
Und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.